Wehe, du brichst ein Video ab oder so. Ach ja. Motivation. Schickst du ihm das Video später auf Stumm? Hm? Schickst du ihm das Video später auf Stumm? Ja. Kann trotzdem reden. Ja, ich wollte sagen. Das sind die richtig professionell, aber in dieser Hälfte so. Würdest du nicht mit Wasser auch liegen? Nein. Nein? Doch. Ehrlich nicht? Aber würde ich dir jetzt tun? Ein du Kuppel. Warum machst du das eigentlich selber? Und lässt es. Ist nur ein bisschen Blut. Ein bisschen Blut. Mehr ist sowieso nicht drin. Wenn du gesehen hättest, wie Nico das gemacht hat. Nico hat so. Oh, und das gefühlt den ganzen Kopf. Echt jetzt? Ja? Rasiert er sich so auf seinen Bart? Nee, deswegen kann ich nicht. Nein, das ging nicht richtig weg und der Rasierer war nicht richtig scharf, also hat er einfach geschabt wie mit dem Rasenmäher. Wobei, ein Rasenmäher wäre wahrscheinlich sanfter gewesen. Ja, das glaube ich auch. Weil mein Haar eigentlich abgeht. Ich hätte gedacht, das geht nicht einfach ganz easy. Aber nö. Ich glaube, die Haare sind da ja richtig fest, ne? Die Haare sind so in die Hurensohne. Sehr faszinierend. Sowas werde ich auch noch niemals besitzen. Es sei denn, ich bin krebskrank. Ich bin ja nicht doppelt. Hallo? Dann hätte ich einen Platz. Das dauert nicht mehr lange. Ich bin fertig. So. Also das hinter deinen Ohren, ne? Das musst du auf jeden Fall noch machen. Aber das will ich nicht machen. Das ist. Ich finde, das ist gut. Oh, sieht richtig geil aus. Das kann ich mal eben schnell. Hüt. Zack, Blick. Klatsch ist denn wenigstens. Oh mein Gott. Was ist? Oh, wie so ein Baby-Arsch. Oh, ich hab auf dein Haar aufgelaufen. So, und dann zum Abschluss. Ordentlicher Schuss von dem hier. Brennt das schön gleich wieder. Echt jetzt? Ich will gar nicht wissen, wie das brennt. Hast du mal Aftershave benutzt? Ja, schon mal, aber das hat nicht so doll gebrannt, wie dein Gesichtsausdruck war. Stell dir das auf so einer Fläche vor. Mit Schnittwunden. Oh.
Ehrlich. Klaus?